Willkommen zu einer neuen Podcast voll schlau am Leben mit mir, dem Michael Amisch. Oh, mir, dem Mats Wenzel. Der Teil ist am Anfang, kann ein bisschen, heute ein bisschen scripted ausgesehen, weil man verschiedene Sachen nicht muss erklären. Weil die letzte Folge habe ich einen kleinen Fehler gemacht bei der Abnahme. Das könnte auch alles bei der Sektion, wie so ein Schattlasch gehört, gut wird, hatte ich gesagt. Das hast du schon mir gesagt. Rubrik da mal lernen. Das heißt, wir gehen als erstes mal auf Kommentare an. Das war den Ewald halt auf YouTube mit Steven. Das erklärst du bei der. Ja, ja, halt kein Döner erklärt. Mit zweiter mal lernen. Und kein schlau am Leben, das gehört. Und den anderen Code ich als privat. Ich habe mal geschrieben, für das müssen gesagt, dass der Sportliche genau dieselbe Examen hat. Wir müssen halt nicht genau erklärt, für vielleicht verschiedene, die halt keine Ahnung haben, wer der Sportliche da genau ist. Und man halt nicht richtig erklärt, für was den Unterschied dann halt ist. Und ja, so sollte man das eigentlich ein bisschen im Detail eigentlich kurz erklären. Das heißt, ja, der Sportliche ist am Anfang. Den Hauptunterschied, das, wie ich jetzt schon am Wort her, dass wir mit Sport tun, im Vergleich von den anderen Lyceen. Das heißt, wir haben, ich meine, ich weiß nicht, 4 Stunden, normal am Anfang, 4 Stunden Schulsport, was dann noch an Föderationssport, also die Föderation schafft es dann nicht voran, dann noch, wenn es ab 3 bis ab 3 oder 4 Uhr ist, bis Premier. Und dann hast du noch Mittwochs Neues und Freitags Neues. Außer Premier ist der Freitags Neues nicht mehr der Sport. Weil sie sonst den Programm gar nicht mehr durchkriegen. Ja, und Donnerstag ist nicht vergessen. Ja, Donnerstag ist also der Schulsport am Anfang. War ja am Anfang. Ah, ja, okay, ja, stimmt, ja. Mit das halt den verschiedenen Föderationen schreiben sich an. Und verschiedene haben dann noch schreiben am Platz, dass sie dich irgendwo an den. Du hin ausschreiben an den Sport. Oder ich weiß nicht genau. Nicht Disziplin, zum Beispiel, da gibt ja Ausdauer, dass sie laufen gehen. So. Ja, verschiedene Athleten, genau. Das gut wird. Dann so Krafttraining oder so, weißt du, so Athleten. Für die Gruppen, ja. Ja. Und boah, die Rassion geht dann immer voll aus, dass du dann nach B-Lauf gehst du da voll auf. Ja. Und ja, das heißt, wir haben dann am Gesamtrechnung haben wir dann 8 Stunden Sport. Weil dann verglaufen einer Schulden ziemlich viele Sprengen, die der Max. Mein Bruder hatte Max gut mal nehmen 2. Maschinen haben eigentlich 4 oder ja, so. Vielleicht noch mehr Männer. Ja, sogar haben sie vielleicht sogar noch Männer. Und verschiedene Freunde sind vielleicht, okay, wie kann das sein, dass ihr dann das selbe Programm habt, beziehungsweise das alles könnt. Wie kriegt ihr das dann aufgeteilt, dass ihr dann das alles an dem Jahr lehrt, wie mir dann auch, weil wir haben ja da viel Männer Zeit für die Sachen dann zu lehren. Und das ist mal so, dass man verschiedene Fächer. Einfach Männer haben, zum Beispiel Eco, haben wir 1,5 Stunden pro Woche gehabt. Also schon der Premier, zum Beispiel, für B und C. Ja, das war der Tisch. Eco und Philo. Ne? Eco und Philo, wo man einfach 1,5 Stunden. Nee, kann ich ja so. Man hat 1 Stunde, immer Philo und Eco fix. Und dann hat man halt immer aufwesend 1 Stunde, die einer go Philo und Eco halt aufgesetzt. Am Gesamt kannst du sagen, dass 1,5 die Woche war am Anfang. Am Platz zum 2. Ja. Ja, stimmt, ja. Das war gemacht, dann hat man am Anfang nie Musik. Lützburg haben wir auch just Englisch. Ja, immer just. Und was hat man noch nicht? So halt so Fächer, so Sachen, so Fächer haben wir halt überhaupt gar nicht. Ja. Die dürfen dann direkt mit Sport ersetzt. Und ich denke noch, dass man auch ein bisschen meiner Mittagspause haben. Was für mich noch nicht so schlimm war. Nein, das kannst du sowieso nicht weiterführen. Ja. Also, ja. Kannst du sowieso. Was, also, die später Klasse war wirklich flott, weil dann warst du schnell fertig mit der Schule, dann kannst du dein Training machen. So am Anfang wünschen sich natürlich so, ja, gehst du an den Start essen. Als flott, mit Döner hast du dann einfach. Bist du froh, wenn du schnell dein Training noch kannst machen und etwas Ardauer musst trainieren und dann Döner noch lernen. Das ist wirklich ein bisschen viel. Ja, aber seid ihr immer so, und nicht seid ihr am Springen. So, sie haben es eigentlich im Katrin Wein, aber noch auch oft haben wir raus. Aber wir noch nicht raus. Satyam noch nicht. Satyam nicht, ich weiß nicht mehr. Ich meine, Satyam war noch nicht, aber Sisiam war eigentlich rausgegangen. Und ich wüsste da richtig oder? Ja, ich weiß nicht mehr. Ich meine, Satyam war doch schon dick viel, die trotzdem waren. Bon. Du war nach mehr innen zu rauszugehen. Wenn es mir angegeben war, war es einfach ein Kontinent, weil es Geburt hast. Ja. Obwohl es mir einfach gewesen wäre, weil es ein Auto hast. Ja, stimmt. Dafür, ja.
Oh, ich weiß nicht, ob das mir einfach war, wenn es Parking muss ich dann. Ja, das schon doch. Wie dann zum Beispiel, ich weiß nach Hause, dann war um 11 Uhr fertig, war Pause, ja. Hat Pause durchgefahren, und um 11 Uhr war fertig, dass der Bus kommt. Ah ja, musste, ja, da war richtig knapp, ja. Für das noch zu kriegen. Ja, und das war am Anfang, das ist am Anfang den groben Unterschied am sportlichen Tisch. Wir machen genau das erste Programm, schießt halt andere Sachen, wir haben halt mehr Sport, und dafür lassen wir Fächer wie Musik, ja, Lützebäuer ein bisschen fallen, ein bisschen auf der Seite. Richtig. Ja, das war so die Erklärung, wie gesagt, das andere kann am Dom am Leben. Und da ging ich dich mal ganz einfach froh, wie dein Weekend war. Ja, ganz flott an dein. Nee, also ich war, ich war einen großen Race-Block, sagen wir so. Ich hatte vielleicht die Südteil Lützebäuer, das war letzte Woche bis letzte Sonne, und dann von letzten Mittwoch bis gestern war ich an, also ich an Ungarn zwei Etappen, dann eng an der Slowakei und dann so an Polen, der Nations Cup. Und ja, das war schon passt jede Etappe, weil normalerweise das für 3 Kilometer-Regel bei Sprint-Etappen. Mhm. Und heute war es so, dass die letzte 800 Meter abgegangen ist. Und dort die Organisation entschied, ja, das heißt keine Sprint-Etappe, das ist eine Bierge-Etappe. Und da gibt es keine 3-Kilometer-Regel. Und wir waren natürlich schon länger Schritt bei 1,5 Kilometer to go. Ja, ich. Und ja, dann ist da ein gut 50 Sekunden verloren, meine ich. Und ich meine, hätte ich den nicht verloren, wäre ich gleich an Top 10 GC gekommen. Dann sind ich 12 zu gehen. Aber ich bin aber ganz zufrieden mit meiner Richtung. Die Beine sind von Tag zu Tag besser gehen. Und ich meine, das ist die Sache. Ja. Und der Nations Cup zu Polen? Ja, das war der Nations Cup. Fläche Süd Fläche Süd habe ich noch nicht gesagt. Ich habe gesagt, über Fläche Süd, weil du warst auch 12. Ne? Ja, du warst auch 12. Ja. Dafür war es ja. 12. Ja. Bin ich was denn auf der Fläche Süd gefallen? Ja, ja. Gut gemacht. Nee, Fläche Süd, du hast also Bein schon lange gebraucht, bis ich mein Bein gut gesehen. Ich meine, just, die letzten zwei Etappen in Polen waren sie gut fit dran. Fläche Süd dann die erste vom Nations Cup waren sie nicht so gut. Ich weiß nicht, war das lang? Das hat einfach ein bisschen. Bis in den letzten Dingen hat gefehlt. Und ja, da konnte ich vielleicht heute nicht gerade so gut vor, wie ich mir am Anfang 4 geholt habe. Ich meine, wir haben eine Etappe gewonnen mit diesem Matthias und den. Mhm. Und ich meine, da können wir ganz zufrieden sein. Ich hatte ein Interview auch, ob da an der Tageblatt, an der Woche gelesen. Ja. Mit den, Cedric. Nee, das war am Kurs. Nee, das war einfach, wo die alle ein Interview gingen. Ah, ja, ja. Dann, ja, du, dann Colin hatte ihn an den Markus. Ja. Also, du wärst nicht ganz zufrieden gewesen. Ja, wir hatten das mehr am GC erwartet. Aber es war halt, also, war bis auf Burschen-Etappe war es wirklich schwer, da einen Unterschied zu machen. Und, weil wir haben Burschen-Etappe mal richtig gut als Team geschafft. Und wir haben den ganzen Platte auch schon so 250 Meter vor der Arrivée. Also, nie gefahren. Da waren wir im Moment sogar just noch zu 7 Stück an 4 Leopard. Und da war immer eine Gruppe von nicht, 15 Mann beigeholt. Und dann haben wir einfach den Tempo so hoch gehalten, dass Kimi beikommt. Bis dann an die letzte Bierge und dann hat Matthias kurz vor der Arrivée attackiert. Aber es war einfach der Lee, also den Pimrona, der nicht die Fläche City gewonnen hat. Er war einfach wirklich richtig stark. Und es war einfach nicht hart genug für eine richtige Differenz zu machen. Ja, das ist okay, ein Primrona ist wirklich schlecht vor. Ja, das muss ich noch so ne? Bei mich da am Cross. Ja. Mit Renswunsch. Ja. Ja. Und der Weekend, wie war denn? Ja, Bord Seolutz, wie Weekend davon gewesen? Ja, ja, wie war denn letzte Woche? Zehn Mal. Den ersten war ich ja fort mit der. Auch mit der nationalen Equipe. Ah. Aber schießt. Einfach mit den Junioren als Betreuer. So. Ja, ja, das hast du ein Video gemacht. Ja, also, Video den hast du gesehen und kannst du nur gucken. Den hast du auch nicht schlecht gucken. Aber eigentlich auch oder so. Ja. Wusste du, wo den Heiko da gesucht hat, wie in der Ravi möchte, hast du nicht so ein Fleisch zu einem Bauch. So, weißt du hast wirklich so. Ja, ich weiß. Ja. Ich wollte jetzt ein bisschen diskret filmen, weißt du? Ja, ja, ja. Ich wollte nicht hin und also an Gesicht drauf filmen. Ja, verstehe ich. Es war ein bisschen schlecht in Engel. Weil dann denke ich, es war sogar ein bisschen mehr schlecht, als ich aber rausgekattet. Ah ja? Du hast natürlich nämlich einen Sack. Ja, das kannst du immer drauf. Natürlich schon mal direkt so, wupp, die hat rausgekattet. Und ja, mit dem Sus war da am Anfang
Es war ein bisschen Pech, sie hat noch ein bisschen Pech. Wenn es zum Sturz an den Mekano den, boah, ich will ihm nur nicht Schuld geben. Ich meine, wenn du jetzt mal nicht einen Tag kannst, dann ja, ist schon die Geschichte schwer. Mit dem Velo, wirst du, ja, ne? Ja. Dann ist es natürlich schwer, den richtigen Velo zu gehen. Weil ich aber auch so, dass, wenn es den Mats Berns gesagt dass er ein Problem hat, dann hast du groß wie ich, eben für den 80. Ja. Da gehst du nicht mal den 52 Kader durch. Nee. Mit dem Kleinsten. Ja, aber das, ich weiß nicht, ob es das so schnell am Adrenalin denken, am Stress ja, so doch. Schnell gesagt. Aber ich habe einfach ein bisschen, also normalerweise mit Mekano ja hier do vierrosige Blatt hängen, wo die Velo stehen. Ja, das hat er noch, und hat alles gemacht. Ja, aber das verstehe ich nicht. Weil normalerweise gibt ein Dossier ja durchgesucht und dann guckst du nee, auf. Nein, das Problem ist, es gibt alle Kippen, alle Land durchgesucht, okay. Außer Lützburg. Ich habe praktisch alles, und ganz zum Schluss auf Lützburg, nur so 2-3 Minuten, auf Lützburg noch gesucht, und du hast den Heiko dann auch mal mit dem Auto nach Hause gekommen. Weil dann, hast du mal, weißt du, wie es dann von bei Altschütmes, du hörst Big ja. Crash oder so. Ja, du hast mal, zwei Räder an den Grab, und du liest einfach da hin und guckst, wenn, ob ich überhaupt die von dir involviert ist. Du wolltest den Mats aber den Velo direkt wechseln, weil das ihm in den Hand dran geknallt, und du warst ein Späschchen, ja. So 2-3-4 Späschchen war fragt. Und am Platz Rad dann zu wechseln. Ich meine, im Endeffekt wäre das vielleicht ein bisschen schlau gewesen, wäre mich schnell gegangen. Ja. Und du hast ihn heute nicht gesagt, du willst Rad wechseln, dann ist man 2:50 gekommen. Dann ist, ja, das ist mein Velo. Und dann ist man am Luke singen gekommen, war auch nicht sein Velo, und du hast recht beim Singen gekommen. Das ist wirklich, also nur der erste Kerl hatte mich, also nur, wenn ein Trainer zurückgebracht hat, hatte ein bisschen mal mit dem richtigen Velo kommen. Also ich weiß nicht, wer ja, das richtig gelaufen ist. Ich meine, ja, ich will noch nicht zu viel, weil das war schon eine feine Kerl an nicht. Ja, die letzte 2D, ich hatte wirklich. Ja, ja. Es war wirklich sympathisch. Und ich habe doch ganz viel gemacht, wie weißt du nicht, dem Engel sein Zeit, wo er bis 11:30 und dem schaffe, dass für das den ich haben will, kann man Zeit, wo er starten. Kannst du aber heute liegen, wie geschafft war, hat schon bestimmt schon gefreut. An die Schlag. An die Schlag? Ja. War da ein Argon? Ja, aber hier ja. Was denn nein, ja. Ich war nach Schüssel bei deinem Blanker. Wir sind natürlich gefreut für. Ah, okay. Dass man wohl um eigentlich Storaga und nicht gefreut für dann okay. Die schnellen Apps zu kriegen. Ja, mir hat mich schon ein bisschen gewundert. Ja, sie müssen nicht mal wenigstens so, dass das. Ja, das hat mich gesehen. Erinnert aber vielleicht auch mich selber freuen. Ja, aber du weißt nicht, dass das vielleicht nicht unbedingt ist. Ich wusste, dass jemand. So, natürlich musste ich vielleicht ja, ein bisschen mit der Thematik okay. Beschäftigen. Aber die kennt du un. Und ich gesehen du den Dingen da und ich denke mal so, fuck, das du gedenkt, lang nicht. Und Gott sei Dank, ich habe das Excuse dann, weil ich war mal Mats Berns im Zimmer. Ich habe gesagt, ich für halbe Hilfe fast du an meinem Zimmer, weil ich will schlafen. Und dann habe ich gesagt, oh, die war nicht, ich muss nur, fand ich gut. Weil ich auch dann noch, ich habe eine Woche viel Zeit vorher, weil die müssen schon um 6 Uhr aufstehen. Ja. Weil die Zeit von also frei war und sie müssen alles abriechen, an den Parkplatz von dann alles. Und dann habe ich 6 Uhr gerufen. Und das wird der Mann aber gefreut, weil da muss ich ja schon 5:30 abstehen. Und dann hat der Mann gefreut, so, ja, kann ich nicht Eis hinfahren, weil der Fabrice wäre in Martin gegangen im Auto. Okay, ja. Also dann, ja, okay, dann tausche mal die zwei. Kann ich wieder schlafen. Ich ging so, und du musst an der Zukunft schon hin, der doch gesagt einfach, da bei dem nächsten, den sie doch gemacht, die nächste Kurs einfach, dass der. Wenn du den hörst, den du nicht kennst, einfach entweder den Nummer riffst oder die Nummer. Weil ich nicht den Mann ist davon ausgegangen, dass ich die Nummer gesehen habe. Und weißt okay. du meinst vielleicht nicht die Nummer gesehen, aber wenn du so schnell bist, meinst du vieles an den anderen, die gut gesehen oder so. Weißt du? Ja, ja. Und geh doch wenn du so schnell, da kriegst ja, dann kriegst du vielleicht nicht direkt Mann. Weißt du? Und ich habe einfach gesagt, ja, wenn du nichts gesagt hast, dann ruf einfach so viel mehr Nummer. Und hier kann dann noch Blatt gucken, die ihn dann halt um Dingen hört. Und da weiß ich genau, wem sein, ja. Wann das da ist. Und dann ist er doch dann noch, weil er dann nur nachgeschüttet. Und die ist dann nur aber die nächste Etappe. Und die ist dann nur aber ganz gut verlaufen. Ah, okay, beziehungsweise, ja, als wenn du der dann Feedstraat vom Oliver du fragst, mir das aber alles gut verlaufen vom Thema Wirsel und alles. Das okay, war ein okay ja. Problem. Und auch den einen, boah, den einen ist doch wirklich so abgerichtet, war typisch. Den Noah, Vegetarier. Ich glaube, du hast Fleisch essen dabei. Boah, nicht immer da, wir waren einfach wissen. Dann ist das Stopp gerecht. Diese waren, das waren da rei. Wo wir waren, haben wir schon gießt. Nudeln mit Schoki. Das war wirklich. Der kommt da immer, ne? Das war wirklich Kack. Du warst nicht dabei. Ja,
Ja, ich konnte doch schon skizzieren, aber ich weiß noch, ich meine, war schockiert. Weißt du, wir hatten noch schon Sachen, wo es, du wusstest einfach gehst, weil du musst, weil du da gewusst, was da tolle nicht ist. Ja, ja, dann gehst du an den Kurs. Ja. Und ich, ich wollte das dann nicht essen. Weißt du, und dann haben sie dann in ein Nudel gehen und boah, sie wissen kleine Portionen Nudeln, weil sie waren zu feier. Und sie sind so ein Teller wurscht. Dann wollte sie dann alles allein gehen. Und wenn sie nein, keine Nudeln brauchen, warum nicht genug? Aber wisst ihr, für dann einfach nein, ist froh, wisst ihr? Gehen sie hin und da Reis und Milch und dann sollen sie zu der Kasse so nicht kochen. Denk ich mal, hallo? Ja, aber. Und da also, riechen sie sich noch ab, dass die sind, und dass die Milchreis dann nicht gut war. Also? Ja. Ja, aber. Ja, aber also wirklich, was wir immer machen, ist, wir bestellen uns immer alle gute Plan. Und dann bestellen wir immer auch zwei Plan extra, wo wir es dann delen. Wisst ihr? Ja. Also immer ein Plan Nudeln und dann noch zwei Plan extra, die wir dann zu sechs oder. Wir sind fünf Delen. Ja, aber das war ja auch, das war ja auch kein Problem. Sie hatten einfach sollten nur froh, dass sie eine Nudel wollen, dann hatten sie eine Nudel gekriegt. Wir sind das eigentlich abgefordert, für mit dem Reis da. Du weißt, wann den Heiko nicht da gewesen wäre. Ich hatte ihnen den Punkt auf nie gesagt, so, Junge, die ist die Nudeln. Also, die Nudeln sind gut. Gehst? Sie wollten die Nudeln nicht. Die Nudeln waren ganz in der Reihe. Das waren normale Nudeln, weißt du? Ja. Das haben das eigentlich abgefordert. Das war der Wahnsinn, weißt du? Wenn du ich und den anderen hast, den Heiko, weil Heiko ist ein bisschen zellabber. Das ist zwei, meinst du? Ja, den hat gesagt, geht das nach, weißt du? Weißt du, Kasachstaner, alle anderen Club oder Nationen, die da waren, das geht so ohne Probleme, da kommt Lutz bei eurem Mimimi, scheiß du. Ja, aber was war. Also, wenn du schon siehst, dass Nudeln okay waren, dann ja. Mussten sie gut gewürzt sein, weil du warst kritisch. Es ist wirklich schon so kritisch. Und Nudeln waren. Weißt du, sie waren halt. Es waren einfach Nudeln. Du kannst über Nudeln nicht viel falsch machen. Fleisch ja, war. Du kannst überkochen. Ja, wow, sie waren nicht überkochen. Sie waren so ein bisschen wie. Nicht also gerade al dente. Aber sie waren so. Weißt du, sie waren am Anfang so, wie die Italiener sie gerne hätten. Ja. So ein bisschen am Anfang. Boah, für mich waren sie komplett in der Reihe. Und auch das Fleisch, das war vielleicht ein bisschen drische, aber du konntest es essen, weißt du? Ah, fair, kein Ob. Das war wirklich. Ich habe schon bei Sachen gegessen, mein Leben schon. Ich habe Teig gedacht, wir wären an einer 5-Sterne-Note, weißt du? So vergelacht, ja, okay, weil man schon alles gegessen, ja, weißt du? Ja. Das war wirklich Wahnsinn. War die echt. Da hatten sie keinen Hunger, sonst hatten sie gegessen. Doch, sie hatten. Dann holen sie den. Ich meine, sie wollten. Sie waren einfach keine Pussy, sie keine. Ich weiß auch nicht genau, wie ich. Ja, ich war nicht dabei, ich kann nicht beurteilen mehr. Und ja, und dann nur und so. Das ist wichtig. Und dann der Witz ist da, ne? Den Typ ist wirklich schneisch, ne? Den ist auch schon von Prinzip aus nicht viel oder so. Und zumal, weil der Vegetarier ist, dann noch wahrscheinlich nicht das Richtige. Ich will nicht sagen, dass Vegetarier. Ah, oh, die das Fleisch brauchst du nicht gut aus. Du brauchst. Grad, also, sie sollten sich gut auskennen. Ja, nee, als Sportler muss. Ich nicht. Ja, ich weiß nicht. Und dann willst du dann nicht den. Es war Zeit, wo wir hier mal ist. Mit dem ja, Kursraum, 120, ja. Nicht gerade 120, ich meine 115 oder so Kilometer. An der Zeit, wir gucken dann, du kriegst halt dann die Essen mit, ne? Ja. Morbi, ja, weißt du, ich war dir nicht gefallen, ne? Aber du kriegst dann mit, immer gehst dann in den Haar, dann ist, du kriegst du dann dein Essen. Und ich würde sagen, wenn du mal nicht halt schon Teller gehst. Wisst ihr nicht, das Fleisch, das schon vom Prinzip aus auf der Seite gegangen. Ja, das war weil okay. Das auch normal ist. Okay. Das hat er gut geholt. Und hat die Nudeln geholt. Und Nudeln, wo du mal nicht ein Drittel gehst. Und da wunderten sich, dass dann der Kurs nicht gegangen ist. Und dann sieht zum Heiko, ja, schon aber viel gehst. Weil ich so, ah, da willst du mich verarschen. Du hast mal nicht ein Drittel von den Nudeln gehst. Weißt du, und dann siehst du, dass viel gehst. Gewundert, dass du agierst wie irgendwie. Ja, und dann gesagt, wenn du Mika siehst, du isst nicht viel, dann isst du wirklich nicht viel. Weil erste Gefühl, wenn man da will. Ja, du bist so nämlich normal. Ja, aber das ist normal. Als würde vorher musst du viel essen. Ja. Du verbrennst so viel, du musst viel Carbs. Ja, das wird dir das. Aber okay, Off-Season ist nicht zu viel, weil ich dann auch mal gewinne, so viel zu essen. Ne? Ja, das ist auch so. Den hört man nicht in den Teller gehst. Ja, guck mal, ob das lässt. Den haben wir irgendwann dann gehört. Entschuldigung. Dann noch, dieses Weekend hatte ich ziemlich viel. Contraband habe ich Freude gefilmt. Ich liebe auf jeden Fall für den Kollegen. Dann Freude sie überraschend. Beste, weil ich hatte nicht wirklich richtig gesagt habe, dass ich dann so ein Presseticket für Mariska da können wir mal filmen im Finale. War ziemlich cool. Hund hat auch ein paar illegale Sachen gemacht, wie zum Beispiel, du darfst eigentlich nicht, du hin, weißt du, als Presse, du darfst nicht auf Zeit gehen. Du filmen.
bei den, ja. Wo die Kippe rauskommen, da wo auch der Satzbein ist. Du verstehst Fotografen, da passt partout hier und gibt, ja, passt partout, Press an Foto, die passen an Chat Press. Was sind einfach du Rangang, Confiance in den Dingen dann umgedreht, sodass ich die weißen Dinge du gesagt und dann hast du aber gefilmt, weil sonst wird ein bisschen Luschkin, du von weitem nicht zu filmen. Oder auch Kinder hab's gesagt. Und dann sind ich dann just auch noch eins da aufgestanden und das tut den eigentlich schon nicht dürfte man, dass du so aufstehst und dann auf Zeit in das gehen. Ja, so ist ein Bad Boy, du Begang. Ja, aber ja, mit den Dingen, wir gucken, ob du vorbeistehst, wir dürfen nicht machen. Security hat gesagt, wir dürfen da hineingehen. Wir dürfen halt so aufstehen. Also. Ja. Weißt, du warst, ja, okay, ja. Dafür war ich ein bisschen verwirrt, dann habe ich da aber probiert, weißt, weil du kriegst einfach viel besser Schutz, wenn du von dem Stuhl da sitzt und dann probierst Fans zu filmen. Das ist eigentlich wohl immer dieselbe Engel, sagen wir mal so, den selben Winkel. Und du kriegst halt nicht so gut gefilmt. Dafür und ich einfach riskiert, dann tut du schon am Ende keiner Kinder gesagt. Du hast auch technisch gesehen, dass du nicht auf Gras gehen. Ne? Also. Ja, du musst mal desinfizieren, das schon, dass du recht auf Gras. Also das Viren könnten an Gras kommen und dann könnte Gras beschädigt werden. Ah, ja, kann gut sein. Und die Fußballspieler, die nicht gespielt haben, die nicht am Kader waren beziehungsweise oder verletzt waren, die sind auch alle drauf gegangen. Und ich glaube kaum, dass die jetzt schon desinfiziert waren, hier so Gras getrippelt sind. Und dann noch, wisst ihr, dann haben sie Fotografen noch, weil Rollo Mini war auch da, und er ist noch auf Gras gegangen. Ich bin schon noch einfach auch kurz, ich war nicht lange drauf. Just für halt ein Foto von der Ägypten machen, für den kurzen Film. Du bist zwar schon kurz drauf gegangen. Die Schulter allein hat sich schon dafür gelohnt. Bon. Und dann noch Samstag, so Sonntag, habe ich ein Festival gefilmt. Das ist das Picknick-Festival gewesen. Vielleicht war den einen oder anderen da. Und ja, das war am Anfang, das war was, weil das nicht mein Genre Musik ist. Ich kann sehr das sehen. Das war am Anfang eine coole Vibe. Ich meine, das war so ein bisschen wie, das war so ein Miela, das war für Miela Leute. Das war am Anfang ein bisschen, ich meine, ich war von den jüngsten Bahnen. Mhm. Und wenn du dann in der Bar gehst oder so, kriegst du zu kleinen Spassen, du geschossen oder so. Manchmal weißt du, die Drecken schon von der Seite, dann siehst du ihnen, ja, geht das nach? Oder weißt du, dann meckern die dich um oder so, weißt du, genug Respekt oder so. Dann habe ich wieder einen coolen Vibe. Die Kicker waren da, die Bierpunkte waren da, Massage, was du hast, kennt dann. Vielleicht kann ich benutzen. Ne? Du hast vielleicht. Wo der Moritz hat probiert, mit war der Moment, wo ich hinzukomme, wie wäre zugewischt. Ja, okay. Und du kannst auch Graffiti machen. Und das war ein bisschen dreist. Dann ist der Graffiti, hat er sie gemalt. Das konnte die Leute auch ein bisschen probieren. Die Knochen sind die Leute fort, ich malte ihn das. Und die sind fort. Also, dann hat es noch bis den Ofen bestanden. Das ist der nächste Mal recht fortgegangen. Weil wir hatten so. Der stimmt wahrscheinlich dauernd nur zu gucken, wir konnten das nicht waschen. Nein, wir haben eine schlaue Taktik erstens mal gemacht. Wir haben also ganz rechts innen gemacht. Für das, weißt du, da musst du ja. Weil wir dann damit angefangen haben. Ja. Mit seiner Zeichnung. Oder mit seiner Kunst oder was auch immer. Ja. Und dann musst du ja ganz rechts oder ganz links rüber gehen. Dann hat sich alles genommen als letzter Fuch gemacht. Ah. Und weil wir auch gut gemacht haben, wir haben einfach das Logo gemalt. Was hast du da gemalt? Das Logo. Picknick-Logo. Ah. Das ist für ein Festival. Und dann das Wasser grottisch schlecht. Ja, ja. Da so, weil das auch, nämlich das auch immer schwer mit seiner Spray. Das, so, ah ja? Das, ich hätte gedacht, das war mega einfach, weißt du. Weil das war so klein Kant, weißt du, das tut so überschön hier so Nummer, ich weiß, so hast du hingemalt oder hier so Spitznummer oder so. Ja. Da probiere ich nicht an den Moritz, das war gottlos, ne? Das war wirklich so schlecht. Ja, weil das. Und dann nicht das. Aber mir ist sogar eigentlich Inspiration gegeben, weil nicht das dann noch fortgemacht. Und damit das, wo ich gekommen bin, um zu filmen, hat dann das auch durch den Dünner gemacht. Das ist nicht das, hat das selber Dünner gemalt. Ah, okay. Das ist so ein cooler Style. Das. Ja. Ja, und das war von so mein Weekend, dass ich ja, von doch mal ein bisschen gebracht habe, nach Samstag dabei. Das wird ein bisschen wege da. Ich habe wirklich. Am plus dann nach der Mori als Bayern-Fan klingen gestüppelt sind und noch. Das war kein schöner Tag, das war kein schöner Tag. Ja, boah, muss ich, von den Kritikern nicht mal seine Chance, muss ich ihn so holen. Und doch wird jetzt nicht geholt, muss ich ihn ganz ehrlich sagen. Dann, ich muss sagen, du warst den ersten, den ja, Schnitz, weil, sehr viel. Normalerweise stüppeln wir immer gegenseitig. Also, ja, ja. Aber schön extra. Ja, schon mal gedacht. Weil, das war ja. Ab letzter Woche, das ja
auch für dich schon. Ja. Auch von Mainz, du. Ich habe nie gestöppelt, weil ich wusste, wenn ich stöpple, könnt Karma den letzten Tag und ich kriege den ganzen Fress. Ich habe nicht gestöppelt und ich kriege trotzdem den ganzen Fress. Ja, aber du weißt wieso, das, weil geht auf den YouTuber Visca Barca und ich bin mir sicher, dass den so Fluch auf sich hört, weil alle von denen ein Match gucken geht von einem, an einem Club, der verliert den. Nee, also bei, da, da, bei Bayern geht Barca, hält er für Barca, Barca verliert. Bei Bayern Man City hält er für Bayern, Bayern verliert. Bei Dortmund hat Meisterdingens Dortmund verliert. Bei AC Mailand gegen Inter Mailand, was auch hätten AC Mailand und AC Mailand verliert. Aber nicht, war bei, was war es, Besiktas also, oder was war es? An Dündor war ich gewonnen. Cool. Ich meine einfach, dass den, auch den Eli sei cool ist. Hinten doch immer so, ein, so richtig scheiß Dinger. Wisst ihr so, wenn ihr ab seht, zum Beispiel, mark my words, Liverpool gewinnt, Liverpool kriegt einen eiskalten Fress von Real Madrid. oder hätte doch gesagt, dann, ja, Dortmund wird 3-0 an der Halbzeit gehen, Mainz 4-0. Digga, nervig nicht. Wir sind noch gedacht, Mainz geht so eiskalt zur Schuss. Ja, boah, das war einfach Nervosität. Ging es so am Anfang bis und dann noch nach Pasch, dass die Bellingham, Schlotterberg verletzt waren. Dann sogar Karim Adeyemi verletzt sich an der 40. Minute. Und dann, wenn es 2-0 4 war, wusste spielt sein 5-5-5-5-5-5-5-5 gespielt. Ja, okay. Also komplett zugemauert. Nicht mehr nach mit Flanken abs gegangen, weißt du. Das war dann nur ein bisschen spannend hier mir Bau. War ein Bruch. Und plus, du musst aber bedenken, du siehst Leute, die haben 1000 nur bezahlt, wie dann, weißt du, direkt beim, bei dem Haftsee, wo gefeiert wird. Wolltest du auch Döner gehen? Ich wollte auch Döner gehen. Ich hab schon alles geplant gehabt, weil. Ich hab schon. Ich wäre sonst. Um halb acht sind wir vorgefahren. Und da wären wir da hingefahren. 12 Uhr und 09 fängt die Dünn. Wenn wir 2 Stunden da blieben, dann hätte ich direkt mit Mister zurückgefahren, weil ich mich um 6 Uhr am HM gesehen. Ah, okay. Das Festival zu filmen. Ja. Ja, boah. Das war ja nicht. Da sind schon Schaden vor. Also, wie gesagt. So. Ja, boah. Dann nochmal nur nach. Komm mal zu Dom am Leben. Ja. Fängst du an? Was da oben? Falsch, ja, du kannst wieder nicht so ein. Ja. Der Obner war. Ja, der Tünsche hat gut gesagt. Nee, mir ist das so ist falsch. Aber Lokal steht das. Ja, die Kamera sie war jetzt mehr, kann ich nicht wissen. Waren sie voll. Ich wusste, dass es so teuer ist. Das ja, da doch. Wie denn, was du falsch gemacht hast, ging. Zwei, du kannst. Denn. Du musst halt den Mikrokabel. Muss dann du draufstehen, wo das Mikro so neben dem Rücken holt hast. Ja. Und der Wochner fehlt Kopfhörer nicht mehr. Und du hast das falsch gemacht. Ja, schon den Kopfhörer, den Mikro und den Kopfhörer Anschluss gemacht. Ja. Dich, den Kamera erkannt jetzt aber nicht. Ja, ja. Aber wie kann das beim ja, Sound von der Kamera, ob, weil du kannst halt so regulieren, wie hart die soll sein, als ob eh Gestalt, weil ich halt oft so Sachen filme wie Festivals, wo. Wo ich nicht da nur Bock habe, wenn er auf 15 gestaltet ist, und ich mein Kopf herum, dass da meine Ohren explodieren. Und ich habe immer auf E gestaltet. Und ja. Hör den halt, hör den als wirklich 0,0 her, auch wenn ich das mir heisch gestaltet habe. Weil sonst hätte ich noch den, nach Notfalls, wenn ich das auf 15 gemacht hätte oder so, dann hätte ich das nach Notfalls gehabt, dann hätte ich ein bisschen gemacht, hätte ich ein bisschen gehabt, und da um Sound schaffen. Und da wäre vielleicht noch gegangen mit dem Sound. Nee, so war es nicht zu benutzen. Bodenlos. Ja, du musst sogar selbst gut nicht. Du kannst ja nie so Fehler machen, wenn du selbst nie messen. Ja, ich lebe schon besser unten, weißt du. Ja, dafür musst du Fehler beim Nudelkochen. Das war ein Fotograf, das da bei dir. Nudelkochen war auch ein Fotograf. Nee, das war nicht mehr meine Schuld, das war an. Nee. Na klar. Ja, also gehen wir auf dem Steve sein Kommentar und das ist natürlich so. Ich hatte schon letztes gesagt, wie die Mika sein dummes Leben erklärt hat. Also, das hat man schon gesagt. Und, ja, also der Kommentar war, dass Steven und ich welche Nudeln gekocht haben, aber wir kennen das nicht. Ich weiß nicht, was er genau geschrieben hat. Auf jeden Fall, das Geschichte ist so, Steven und ich waren eigentlich allein daheim. Und ja, meine Mama hat Nudeln schon viel gekocht, aber das war recht noch von dem Dach für drin. Aber wir müssen noch Schuss warm machen. Und ja, also blamieren, ich bin schon am Funk selber, hey, wirklich. Krass. Und ja, Steven und ich haben gemeint, ich meinte, also, mega mega, du hast vom Steven ausgegangen, ich kann mich auch irren. Mhm. Da musst du sich hinein in die Kommentare schreiben. Also, mir gemerkt, dass
Man einfach nur Nudeln wissen an Töppe, nicht an Pan, an Töppe machen. Und dann Kochplagun und dann gibt es das warm gehen. Und dann kann man das essen. Und dann haben wir ein bisschen Maggi drauf gemacht, eigentlich. Für ein bisschen gut halt. Das war Steve seine Idee, das ist schon sicher. Und da haben wir den Clou. Wir hatten Katzen neu gekriegt, also zwei Katzen. Und die waren ganz klein und die waren überall. Die waren nicht proper. Die sind. Du darfst nicht die Mist am anhalten, wenn sie da drin sind. Und da sind sie rangelaufen. Und da sind sie in der Küche gelaufen und wir konnten sie nicht mehr raus. Und ja, da haben wir so lange probiert, die in der Küche rauszukriegen, dass wir vergessen, dass die Nudeln gerade am Döppen ohne Wasser auf der Kochblock stehen. Ja, und dann waren die komplett ungebrochen und da war so eine Schicht Ruß am Döppen dran. Und da konnte ich halt dann putzen. Das ist wirklich dumm. Ja, mit der Katzen ja schuld. Wir konnten nicht dafür. Doch. Wir konnten gesagt, wir dürfen die nicht allein in der Bahn lassen. Und du haben das gemacht und dann waren Nudeln. Ja, wir lernen schon für den Dippen zu benutzen. Da kriegst du die Nudeln, die oben sind, gar nicht warm. Die waren ja dann auch mal kalt. Du warst, keine Ahnung, 13 Jahre alt. Trotzdem. Der schlaue München. Aber der Münchenverstand hat du schon, wie es denn zu Rocky. Ja, aber das war die erste Kehr, wo ich gekauft habe. Möchte das Sinn? So, ich schon dem Steven, dem Jahr, das wir schon nicht vertraut. Aber der Pan wäre ja auch gegangen. So halb echt. Ja, der Pan wäre ja auch gegangen. Du müsstest die Nudeln noch an der Pan fahren. Ja. 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 Dann du davon Dippe benutzt. Ja, scheiße. Das ist schon richtig krass. Dann, hat er ja noch Kind, wenn ich eine Dippe benutze. Die einzige Kehre, wo ich eine Dippe benutze, für zu kochen, das würde ganz frisch sein, ja. Also okay. Für Nudeln, für Wasser zu kochen und dann Nudeln oder Reis drin zu machen. Ja, tschüss, mega so gerade, ja. Ja. Und du hast du einfach, da machst du dir das nicht du dir. Die. Und das ist dann nur das. Das ist schon lange hier. Tschüss, mach ich einen Fehler. Ja. Du bist ein dummer, stehst du zweimal. Was der mit der Kamera hat. Das war nicht immer dieselbe Sache. Ja, aber egal. Das ist immer dieselbe Sache. Ich bin da am Plus gecallt. Ich wollte die Dinge halt rufen. Oh, nee, das haben wir gut nicht nötig. Ich konnte mir nämlich denken, dass die Kamera dann nicht heizt. Nee, das hast du nicht gesagt. Doch? Du hast mir zum Wand gesagt. Ja, wenn es im Wand. Und das war auch nachher ein schlauer Call gewesen. Auch wenn es im Wand. Alles kein Wand. Ist denn das? Ja, mir heißt es aber kein Wand. Ja, weil die Leute sowas. Nee. Dann heizt sowas. Ja, weil du zu Hause, du musst keine Ahnung. Doch, du musst auch nicht. Ich fand keine von da so rauskommen. Guck, du siehst die Bilder, die du. Ich sehe die nicht mehr. Du siehst die Bilder, die du sich wackeln so. Nein. Ich guck, guck, jetzt ist es gerade bewegt. Guck das. Ja, das ist der Band. Guck da, oh, guck. Halb Ballen bewegen sich sogar Bilder. Ja? Also, dass die Wand auch halb Ballen. Das ist doch minimal Wand. Ja, minimal, natürlich. Das hätte noch. Du hast sogar viele halt, die Stoffe, wenn ich mich nicht. Weil es auch cool für die Weibers, eigentlich. So ein bisschen mir lockeren Podcast-Wald. Ja, ja, ja. Und, da muss in der vielleicht mit Null drin. Ja. Keine Schüler schon Null drin. Ja. Damit dann hast du so Meditations-Vibe. Und dann soll man nur kurz, ich war den Giro schwarz einfach für. Ah ja. Kurz so können wir als Abschluss machen. Mika, ich musste so und du hast recht. Ja. Mein Prediction, der Sache war Sachen, die ich nicht beeinflussen konnte. Covid. Ich kann nicht dafür. Da kannst du nicht rein gescheit. Nee, da kannst du nicht, du kannst schon nicht drüber abdenken. Das ist halt einfach ein bisschen ein kleiner Lucky Shot auch. War Lucky Shot? Für den Remco gar nicht kommt competen. Bei meinem Call mit Gavin Thomas war es auch ein bisschen bodenlos. Am Video. Ich habe ja ein Video gemacht. Ich will ja nicht, ob die Gavin Thomas als Captain oder ich weiß nicht genau, wen ich du geholt hast. Du hast den Dingens Call, dann. Den ich schon lecker gewonnen hat. Da komm schon mehr auf den Namen. Ah ja. Ja. Den ist cool. Der war aber gut, Thomas, das war gute Schaut. Weil die Thomas am, Meinung, den hat keiner gewonnen. Der Thomas am Tour of Alps, also ein Typ, hat keine Ahnung, hat im Kämmer so gewischt, der Co. Und dann bin ich am Giro drehen, sah komplett ob. Das konnte ich nicht drehen. Dann ist mich auf Statistiken nach Facts. Ich auf den Namen. Blöd. Dann, ich komme noch auf den Namen. Los, Lexi, konnte ich nicht auf den Namen. Krass. Ähm.
Tau ging hat. Bam, an du hast Willis-Lexikon dran. Nee, du, ich hast du hast Willis-Lexikon. Genau, wo es gesagt hat. Ich schwöre, genau, wo es gesagt hat, hatte ich doch am Kopf. Ja, du hast Willis-Lexikon. Ist so nett. Du willst, die nicht auch Willis-Lexikon genommen. Ja. Ach, Fußball-Lexikon. Schön den Fußball-Lexikon-Titel. Wisst ihr noch? Nee. Da, wo man die WM durch Tippspieler gemacht hat. Hast du gewonnen? Mit ja, deutlich im Viersprung. Und ich ist dabei gesucht. Da hast du Lucky Shots. Naja, das stimmt. Mir das immer geht Argentinien getippt, weil ich nicht wollte, dass der gewonnen hat. Hast du schon mal so getippt? Hast du schon mal gegen Portugal getippt? Das ist genau dasselbe. Ich habe schon mal so getippt, weil ich wollte, dass es geschieht. Und nicht, wie ich, also, wie ich realistisch gelöst bin. Weil ich schon systematisch gegen Argentinien getippt. Ja, dann hast du gegen Saudi hast du ja Punkte gekriegt. Ja, da hatte ich wirklich Punkte gekriegt. Ich meine, vielleicht hast du sogar genau den Resultat getippt gehabt. Mal sehen. Ich meine, das war so eine Geschichte. Ich habe genau ein Resultat getippt. Ich meine, ich habe sogar ein Back-to-Back-Resultat getippt. Ah ja? Mhm. Weißt du, es waren jetzt immer zwei Spieler Overs gewesen oder so? Ja. Oder zwei Spieler am Tag, wenn ich war. Ein kann Mitte, sondern ein kann ein bisschen da noch. Und ich habe genau dieses habe ich richtig getippt. Und da sind ich weggekommen, weil die war kurz vier in dem Moment. Ja. Und da sind ich da, bam, direkt an die Spitze, an mich direkt. Also eine Ausrastergruppe bist du gebildet. Ah ja, okay. Ja, wir waren ja, mit dem Remco, ich war, musst du entscheiden, war schon ein bisschen froh, wo ein bisschen, ich war schon ein bisschen schadenfroh, so. Du musst weil ich kann ihn als Person nicht gesehen. Von der Kurs her, vom spannenden Feeling, war wahrscheinlich schon ein großer Hit, weil es war schon, schon praktisch gar nicht mehr verfolgt, weil einfach, du hast das Resümee geguckt, und das Resümee, ja, so in den letzten Kilometer, die haben sie da heute aber immer den Primus Roglic bisschen angefangen mit attackieren. Beziehungsweise da ein bisschen habe es probiert, für dann 2-3 Sekunden zu gewinnen. Wow. Dafür muss ich nur ab Kilometer 50 gucken. Das ist ja, ja. Wie das selbst geschieht, dafür habe ich nie angeschaltet, weil ich dann gedacht habe, okay, das nützt sowieso nicht anschalten, wenn sie sowieso recht, den letzten Kilometer attackieren. Ja. Das hat ich ein bisschen schön von alles auf die letzten TT gesagt. Haben. Mhm. Das ist einfach ein bisschen. Mega, mega, ein bisschen schiel. Ich meine noch, wie den TT platziert, weil das war ich kein schlecht. Das war den Hanna-Gedanke, war nicht schlecht. Aber das ist nicht richtig umgesagt. Okay, wie meinst du das? Man hat ja zwei Bierschetappen gehabt und dann nur direkt einen TT. Und das ist ja. Anfang ist cool. Weil da guckst du, wie du eine Form hast, aber du musst dann aber auch darüber rechnen, dass sie nicht wollen attackieren, weil sie nicht für sich die Spuren für die Bier. Das hatten sie aber ein bisschen abplanen. Ja, ja. Dass sie vielleicht ein Flach, dass sie vielleicht drei Bierschetappen machen, ein Flach und dann Bierzeit fahren. Dass sie aber vielleicht ein Bier ein bisschen, bisschen animieren können. Weil ja, so haben sie auch nicht gemacht. Ja, ja gute Schaut da. Ja. Gut, dann würde es nicht schaut. Ja. Aber das bin ich überrascht. Ich fand es so geil, dass Kevin nicht gewonnen hat gestern. Und Alex, zweite. Ja, ich fand es so geil, dass Kevin nicht gewonnen hat. Und heute Ei. Ja. So, man fand an der Nöse gewonnen. Das war aber auch. Der Peterste war nämlich da. Ja, okay. Den Bilan war Gaviria, da. Gaviria war da, selbst bei 400 Meter. Die Gaviria einfach. Das ist normal. Ich weiß nicht, den Typ zahlt auf ob. Da wird es ja, mit, nee, nicht bei 400 Meter lanciert, da kannst du nicht so lange sprinten. Also kannst aber du dann, das ist so schnell. Wie denn? Was war mit dem? Ja, Block. Du hast ja gesehen. Der hat lanciert, dann hast du auch kurz, ich müsste sitzen irgendwann und dann ist nicht mehr gegangen. Ja, wir haben dich gewohnt gut betreut von seinen Teamkollegen. Weil ihr wart Bierger auch immer viel. Es waren zu zwei, drei Teammates führen, aber du kriegst den Stress, weißt, okay, du hast Hölle für uns zu kommen, da ist schon so, du gehst ein bisschen. Du gehst auch kriegst immer geholfen, gehst motiviert. Und der ganz eigentlich zum Mulz an den letzten Etappen hilft immens für Sprinter, für die letzten Kehren zu fahren, für du zu gewinnen. Ja. Weil der Milan, den ist immer lang gefahren. Ah ja? Ja, den hat, nie, den hat nie ihm geholfen oder eh nehmen oder so. Ja. Kam die Stadt, du wohin? Die eine Etappe, wo ich am Bier schlaschiert, auf ganz aus deiner Ecke was an, da hat sich zurückfallen los. Ja, das war schon nett. Das war ziemlich krass. Fand. Aber. Meinst du, Ferdinand Tour de France, können dich? Leute, Lob. Das ist ein gut froh. Weil das sollte. Dann ich hätte so ein. Ich ging schon so, dass es nicht fährt, weil aus deiner holt keinen anderen großen Kura, den sonst.
gewonnen. Sie haben einen scheiß Ball, ne? Als Urfahrer für den Cavendish. Ja, vielleicht. Vielleicht gehen die zwei auf den Tour dann. Kann sehen. Über. Weil Astana hat ja sonst keinen anderen. Andere schaut. Hast du nicht gewesen sogar? Oder hast du ihn aber Astana gewesen? Dann war er so, aber ich war nicht das. Wen? Der Ball. Der war bei DSM. Ah ja, das du, okay. Ja. Und du kriegst keinen Kontakt mehr oder so, ne? War so eine Geschichte. Glaube ich nicht. Du hast voll das Lexikon überfurt. Ja, ich kann ja gucken, hier ist schon ein provisorisch Startlöscht. Da steht ein Drop für die Tür. Wen noch? Ja, auch den Chase Bowl. Nee, wen? Alles noch von Fuhrer. Von Astana. Das heißt, du hast keinen, den Fedorov. Mega krass auch noch für, weißt du, für eine Etappe wie der Kakao. Dacht, Fedorov. Ja, okay, mir ich meine, weißt du, das? Ja. Will du sagst, wen hast du dann? Das ist ein Russ. Nee, Kasach. Aber hat er gewonnen letztes Jahr? Hat er gewonnen? Nicht? Ja. Ich bin ein U23-Kurs, wahrscheinlich, das gehst du nicht froh, weil das gehst du noch nicht kennen. Dann schätze ich Avenir nicht. Du hast Avenir. Du hast gut kombiniert, ja, weiter. Für das Lexikon. Komm. U23-Kurs entstanden. Nee, Weltmeisterschaft. Ah ja, das war den! Ja. Ah, wie dumm, ja, das geht trotzdem wieder von mir. Das war mein, ja. An Gravel wird mir schafft er noch so viel. Ja, ja, das war mein. Den, ja, unter 23, du gefroren. Ja, Velos-Lexikon, wie war das, du mal da? Ja, ja, das war das, den. Also, nee, den Velos-Lexikon, den kannst du ja nicht gehen, weil an dem Giro-Preview-Video ist der pur wirklich bodenlos Facts. Nee, Hundeschnitz. Dach. Dach. Ja, Hundeschnitz. Dach. Am Anfang Hundeschnitz. Ist schon, mein Call für den gepunkteten. Der Matthews ist auch nicht. Den ist nicht schlecht. Okay. Mit den Pedersen ist auch genauso gut. Ja, mir ist auch gesagt, dass ein Matthews nicht lieber, wenn man nicht was Bierger kennt. Ja, mir. Hast du schon lernen, schon nicht auf die was Bierger mal kommen? Ja, mir ist nicht seine Zeit vorgestellt gesehen. Ne? Er hat eigentlich wirklich gut Zeit gemacht. Ja. Eigentlich. Mit meinem Callmann zum Beispiel gepunkten Trick war es immer schwer. Wen hast du gecallt? Den. In Italien. Der Pozzo Vivo. Also. Das ist aber ein guter Call gewesen. Italiener, gute Bierschwurer, kann nicht für den GC gehen. Für GC geht es schwer, wenn sie viel Zeit fahren. Ja. Das war ein guter Call. Ja, ja. Weil du kannst ja nur nicht richtig. Milan Wader, Bruder, du bist ja nur selber dann hier in den Leon Heller drin. Der Milan Wader, oder wie ist denn? Ah, den Quatsch. Den Jonathan Milan. Ist den Jonathan? Ja. Den Sprint-Trick auch. Ja. Ah, Milan Wader, das ist der Mountainbike vor. Ja, aber ich bin nur Razzikura verwechselt, okay, da kann ich dir angeschehen. Er schneidet sowieso raus. Nee, das schneidet sowieso raus. Das ist nicht rausschneiden. Weißt du, in dem Video schneidet, schon Das lässt du dran. Das lässt du dran. Nee. Das ist schon einfach Milan, ne? Den kannst du ja selber. Das ist Milan, hast du gemerkt, das ist ja den Milan Vader. Darth Vader. Den Milan Vader geht es. Ja. Das ist ein Mountainbikes vorhaben. Okay, mir das ist aber gemeint, das wäre dasselbe. Das ist so gut den holländischen Meister. Aber den Jonathan Milan als Call für das Sprint-Trikot wäre ein guter gewesen. Das, nee. Doch, den hatte ich locker um sich am Schirm. Nee, hast du nicht. Doch. Das ist so gelungen. Der Gunnisch. Das ist selbst gelungen. Die hat so selbst nie etwas gewonnen, dass ich wieder für die Runde. Das da weiß man eigentlich. Völlungslexikon, hallo. Da weiß man, was der Federer gerappt hat. Das ist ja gut gestartet an Cäsar schon. Ja, gut gestartet ist ja ein Kerl. Vielleicht können die Lucky Punch eine Kind TV stehen. Nee. Ihr habt kein Nobody. Das will ich alle gucken. Ah, das ist immer. Da weiß man was. Ei, wo hast du Lucky? Saudi-Tour, die haben so geguckt. Ja, Saudi-Tour war keine Sprinter dabei. Normal. Der hat schlecht geguckt, du warst ja ultra stark. Ei. Last year, was war das für ein Sommer-Nike? Pro Race, Kroatien. Ja, der hat doch gesprintet, Matt. Hä? Sascha Modulo, Digga, willst du mich verarschen? Guck da die Nimdo. Heidog ist Sprinter. Guck da die Nimdo und dann siehst du mal, wie Moritz. Mati Moritz ist auch kein richtiger Sprinter. Also Mati Moritz ist für ihn nur gezogen, das ist selbst ein Teammate. Ja, ich wollte so. Hi, Barbier, Viviani, Axel Laurence. Viviani ist klein. Die Menschen, die ich von denen, die im All kennen, die wissen, ob sie. Was? Natürlich. Kennst du den Barbier nicht? Nö.
Versuche ich die kennen. Kennst du den, den kleinen Arvid nicht? Nein, kann schon nicht. Er hat gestern einen Etapp gewonnen. Hi, Velo Sexikon. Wie, gestern einen Etapp gewonnen? Oder vier gestern? Ah, den. Ah. Ja, schön sein Gesicht. Und ja, Velo Sexikon ist nicht da. Doch, den hast du. Nee. Weak. Das ist schon gut, ist schon gut calls, aber ich kann halt nicht schiedrigen singen. Nee, ich schon Gesicht am Ding. Das sind ganz andere Dinge. Weak. Wie meinst du, wenn der de Remco nicht abgehalten hat, hat er gewonnen? Ich weiß nicht. Mein Tipp war ja, ja, aber ich weiß nicht. Aber du hast ja nur die erste Woche, ich so, wo ich dabei ja. war. Ich so, ja. Hast du gesehen? Ich so, ja. Ich so, auch hier. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ah ja? Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, was den am Zeit von du geraubt hast, das war ja crazy. Ja, das war crazy. Und er hat Corona, ja. Der hat gewonnen. Und du hast eben richtig gesehen, dass er Corona hat. Nur eine Etappe. Also, wenn du siehst, den dort Corona, dann siehst du, oh ja, okay. Das hat richtig fertig ausgesehen. Ja. Das hat richtig dort ausgesehen. Mhm. Den gleich. Dafür steige ich schon. Ja. Das wie das, ja. Das ist geschossen. Ja, ich habe auch gewonnen.